bist du? Ich bin Daniel Jung. Was machst du beruflich? Ich mache 1000 verschiedene Sachen, unter anderem mache ich Mathe-Videos auf YouTube. Was für eine Ausbildung hast du gemacht? Ich habe früh und erfolgreich mein Mathe-Studium abgebrochen. ist kein Spaß und habe mir den größten Teil über YouTube selber beigebracht, aber von amerikanischen Professoren. Habe ich mir irgendwann überlegt, warum macht das in Deutschland keiner? Hast du danach ein anderes Studium oder irgendwas abgeschlossen? No. Du bist erfolgreicher Studienabbrecher. Ich bin absoluter Praktiker. Sehr geil. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dafür bucht man mich jetzt auch als Speaker, damit ich über Social Media Strategien rede und arbeite mit Unternehmen zusammen, wie die Content Strategie über Social Media ist. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, was hat deine Ausbildung mit deinem Beruf zu tun? Ja, gar nichts. Lautet die gar nichts. Null. Würdest du heute irgendwas rückblickend anders machen? No. Was würdest du Leuten raten, die jetzt davor, also vor dieser Entscheidung stehen, was soll ich studieren, was für eine Ausbildung soll ich machen? Wie würdest du da, wenn du heute vor dieser Entscheidung stündest, wie würdest du da vorgehen? Ihr müsst euch unglaublich viel mit Digitalisierung und die Auswirkungen auf Jobs beschäftigen, dann kriegt ihr ganz schnell ausgespuckt, welche Berufsfelder wünschenswert sind in den nächsten 15 Jahren, vor allem im IT-Bereich. Ich als Mathematiker rufe natürlich jetzt Mathe aus, Statistiker, und es gibt sowas Fantastisches wie Google tatsächlich, da kriegt ihr innerhalb kürzester Zeit richtig coole Informationen. Und ich selber arbeite gerade mit einem richtig geilen Startup zusammen, PrintPeter. Da bauen wir gerade einen YouTube-Channel auf mit Informationen rund um Job-Career. Worum geht's? Welche Auswirkungen haben Social-Media-Plattformen darauf? LinkedIn, Xing, aber auch Facebook tatsächlich ist mittlerweile angekommen im Business. Und machen, 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 ausprobieren, ausprobieren und erstellt Social Profiles. Und die sich jetzt sagen, möchte ich aber nicht, man spioniert mich aus. Die Welt tickt jetzt in Social Media. Also rein, ausprobieren, go for it. Und was ist, wenn ich merke, es ist alles scheiße? Was ist das Schlimmste, was ich machen kann? Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass du nichts machst, dich in die Ecke verkriechst und das machst, was die letzten 50 und 100 Jahre gemacht worden ist. Nämlich so ein, ja, ich nenne das einfach mal Regelstudiengang oder Regelausbildung beim Unternehmen, was nicht sich um Digitalisierung gekümmert hat. Dankeschön. Bitte.